Ja, war komplett anders. Ich glaube, das haben wir in der ersten Halbzeit auch gesehen. Wir waren nicht uns selbst. Man hat uns keinen Gefallen getan. Also denke ich jetzt mal, dass wir dieses Spiel hier sofort angesetzt haben, nicht mal 24 Stunden nach einem Anschlag. Verstehe ich eigentlich nicht. Ich kann natürlich nur für mich persönlich sprechen. Ich hatte nicht eine Stunde Schlaf in der Nacht. Das ist natürlich nicht die optimale Vorbereitung auf solch ein Spiel. Und ich habe mich auch eigentlich die ganze Zeit irgendwie versucht abzulenken, dass nicht irgendwie ganz Ruhe einkehrt und dass ich nie was zu tun habe. Ich bin froh, dass mein Vater hier ist und dass ich mit dem auch ein bisschen darüber sprechen konnte. War sicher nicht die optimalen Herausforderungen, um meinen Champions League zu spielen. Ja, es muss natürlich Normalität einkehren. Morgen werden wir das Spiel analysieren, was wir gut gemacht haben, was weniger. Und dann versuchen wir das natürlich auch so dann wieder zu verarbeiten. Wir sind ein Team. Ich denke, wir sind alle, nicht nur im Fußball, auch so Menschen noch mehr zusammengerückt. Und ich glaube, das hat man schon gestern gemerkt. Ein großes Kompliment. Ich denke jetzt an die Leute, die Fans von Monaco aufgenommen haben und alles. Das ist ein riesengroßes Zeichen, dass es doch sehr viel Menschlichkeit auf der Welt gibt. Und von dem her versuchen wir jetzt auch wieder normal in den Alltag zurückzukehren, weil wir das halt auch müssen.